Hallihallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Planet Crafter. Weiter geht's, wir hatten... Stand nicht gerade irgendwas? Huch! Wir wollten irgendwas machen, ich hab's leider vergessen. Ich habe einfach die höheren, die besseren Schuhe. Oh, wir haben ein Biodom, das wir bauen können. Achso, genau, wir wollten auf die 100.000... Ah, die Wärme ist erledigt, alles klar. Das heißt... Alter, bin ich schnell mit den Dingern, holy shit. Wir schlürfen mal eins, nehmen eins mit. Und wir brauchen zwei Kobalt für eine Sauerstoffflasche. Plus, wir werden mal kurz die hier mitnehmen. Plus hier wieder reinpacken, ist ja klar. So. Denn... Ab 100.000 ist es geschmolzen, der ganze Stuff. Und ihr seht, 0,03 KTI pro Tick. Da wollte ich hin. Lass uns kurz nochmal Sauerstoff schnappen. Das heißt, wir müssten jetzt theoretisch an das Osram rankommen. Nach da oben sprinten. Und dann dürfen wir uns den Erzextraktor bauen können. Ich glaube, wir haben genug. Ich weiß nicht, ob wir 9 Iridium haben. Da bin ich mir ehrlich gesagt ziemlich unsicher. Ob es 9 Iridium schon in unser Lager geschafft haben. Aber ich habe ja leider... Wofür habe ich das andere Iridium ausgegeben? Ja, habe ich sogar vergessen. Irgendwas habe ich doch gebaut. Sauerstofftank? Kann das sein? So, wir sind gleich bei einem MTI. Fehlt nicht mehr viel. Alter, ist das ein langer Weg, ey. Holy shit. Ist das ein langer Weg. Aber er wird es sicherlich lohnen. Denn es dürfte geschmolzen sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Da hinten ist unser Areal. Alter, wie schnell ich bin mit den Stiefeln, ist ja Wahnsinn. Nope. Oder schmilzt es langsam? Ich sehe nicht, dass es schmilzt, oder? Ich bin der Meinung, wir hatten es. Aber ich gehe gerne nochmal gucken. Wir hatten außerdem irgendwo auf dem Weg diese eine Kiste noch. Würde ich ganz gern tatsächlich noch... Hat keiner gesehen. Ganz gern diese Kiste noch mitnehmen. Irgendwo war nämlich noch... haben wir hier vielleicht noch was? Huch. Oh, war noch eine. Warum? Warum habe ich das jetzt nicht? So, wir können auf jeden Fall ein bisschen Materialien mitnehmen. Eisen würde ich erstmal verzichten tatsächlich. Wir können Magnesium und Silizium mitnehmen. Das ist tatsächlich das Relevante. Der Rest ist, naja, unwichtig gerade. Titan, naja, ich weiß nicht genau. Ich glaube tatsächlich Magnesium und Silizium sollten wir eher mitnehmen. Das könnte wieder Eisen sein, oder? Ja. Auch wieder Eisen. Nochmal Silizium. Und mehr Silizium, ein bisschen Kobalt. Auch nicht verkehrt. Aber... Ich bin der Meinung, wir hätten's. Aber wir gucken mal. Vielleicht, wie gesagt, das Schmelzen ist ja kein Vorgang, der sofort umgesetzt ist, weißt du? Das dauert natürlich eine Weile. Das verstehe ich dann auch. Und noch ein bisschen Platz. Bisschen Titan. Ein bisschen Kobalt. Ah, da kommen wir ein bisschen mehr. Ich habe echt wenig Sichtweite. Das finde ich ein bisschen schade, dass es nicht höher geht. Ich habe nämlich die Sichtweite eigentlich schon auf Maximum eingestellt. Sichtfeld 100. Achso, Sichtfeld ist das natürlich nur. Ach, leck mich doch. Habe ich echt verkackt, ja. Na gut, muss ich nutzen. Dann nutze ich das Sauerstoffkäpselchen. So, okay. Eine verbraucht. Naja. Sind 2 Kobalt, die ich wieder verschwendet habe.
Aber das macht nichts. So, 1,02 MTI sind wir. Jetzt gibt es alle paar Sekunden nur ein bisschen Veränderung. So, Wachstum 100%. Wir sind jetzt also bei, naja, hat 100% an Pflanzen gebaut. Sehr schön. Ein bisschen Eisen habe ich keins mitgenommen. Den Kobalt, kann man ein bisschen sortieren. Bisschen Magnesium. Naja, es sieht schon ganz gut aus wieder. Ein bisschen Titan. So, wir können hier mal kurz das Essen mitnehmen. Vielleicht kann es auch immer hier aufessen, damit ich keinen Platz verbrauche. 114 Komma habe ich jetzt. Reicht das noch nicht? Ich bin der Meinung, es reicht. Aber wie gesagt, Schmelzen ist ein Vorgang, der dauert halt. Das passiert halt nicht sofort. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es tatsächlich ausreicht. So, atmosphärischer Wassersammler haben wir hier. Wasser brauchen wir nicht, weil wir genug Eis haben, ehrlich gesagt. Wir können ein Biodom, perfekter Ort zum Pflanzen anzubauen und O2 zu erzeugen. 135 Sauerstoff. 3 Superlegierungen. Okay. Können wir theoretisch bauen, einen Blumentopf? Dünger brauchen wir, dafür habe ich noch gar nicht. Doppelwelt, gut, das ist alles nur kosmetischer Natur. Das ist mir tatsächlich ziemlich egal. Terraforming ist das da oben, ne? Müsste das sein. Hier habe ich alles. Grasstreuer, atmosphärischer Wassersammler. Ist halt auch gar nicht so schwer, ne? Als Extraktor. Uranstaub könnt ihr jetzt schon machen, theoretisch. Wenn ich genug Uran hätte. So, wo haben wir das nächste? Erzextraktor ist hier. 101,5 MPA Kernreaktor T2. Gut, brauche ich jetzt noch nicht. Ein Schild. 500.000 NK. Das ist schon richtig. Das ist schon das Richtige. Müssen wir nur noch warten. Blumentopf, Heizungsstufe Stufe 4. Und Rucksack T5 bei 5 MTI. Wir können jetzt auf jeden Fall vielleicht noch ein bisschen mehr ausbauen. Vielleicht die Biomasse noch erhöhen, dass wir mehr von solchen Grasstreuern bauen. Noch eine Wasserflasche, Magnesium, Alu und den Samen. Oh, mal 2 davon, würde ich sagen. Noch ein bisschen Eis. Und den Lira-Samen. Lirma. Fast das gleiche. So, ich muss die bauen können, ja? Ja. Dann werden wir es mal wegen dahin setzen. Da war irgendwas. Dass wir mal wieder Energie brauchen. Eisen, Silizium, Kobalt, Aluminium. Also ich 2 Stück vielleicht. Gott, diese Dinger nerven mich. Brauch mehr Energie. Mehr Energie. Wie viel haben wir denn noch? 17. Was braucht eine Grasstreuer? 27,6, das ist 13,8 pro. Brauche ich wieder Magnesium, Diese Stiefel sind so geil, dass wir so fast sind. Holy shit. So. Sauerstoff, mega viel Pflanzen dazu, Wachstum. Sauerstoff ist wichtig, ne? Das obere brauchen wir auf jeden Fall. Ja. Denn hier oben müssen wir weiter ausbauen. Und jetzt ist Terraforming allgemein. Um Bäume zu züchten. Züchtet unter Wasser an Algen. Erzeugt Biomasse auf einer Wasseroberfläche platzieren. Biokopul.
Biokopula. Bohrer Stufe 4. 41 UK. Kernfusionsreaktor. Na gut. Aber noch Zeit. Luftdruck? Brauchen wir ein bisschen mehr für Luftdruck? Na, eigentlich auch nicht. Gasextraktor. Mhm, ne, eigentlich tatsächlich allgemein das hier oben brauchen wir einfach nur. Für 1,12 MTI. Eine neue Nachricht. Nachricht von Sträfling GP8971Y. Alle, die diese Nachricht erhalten. Ich bin ein Planet Crafter, der auf den... Okay. Da ist dann nichts mehr gewesen. So, brauchen wir einmal das hier. Machen wir ein bisschen Wasser vielleicht. Noch ein Schlürfchen. Wir können gleich mal just for fun einfach mal... Sauerstoff bräuchte ich dafür nochmal. Mal zu dem anderen hingehen, wo wir Iridium abgebaut haben. Ja, doch, hier hin, das ist richtig. Dass wir da nochmal gucken, ob da wir langsam was sehen. Sagt, die Wärme reicht eigentlich aus. Ist völlig... völlig genügend. Was habe ich dabei? Ich habe noch Eis dabei. Ich wollte mir eine Wasserflasche machen. Das Eis sieht interessant aus. Das ist auf einmal blau. Das sieht wirklich sehr hübsch aus. Aber guck dir mal unseren Speed an. Holy shit, sind wir fast. Wir düsen ja einfach überall durch. Ist ja heftig. Dann würde ich sagen, werden wir uns langsam auf eine größere Expedition gefasst machen, oder? Sofern das hier noch langsam schmilzt, ne? Wenn ich hier nichts machen kann, brauchen wir etwas anderes zu tun. Na, seht ihr? Habt ihr gesehen? Es schmilzt langsam. Okay, es dauert tatsächlich also noch eine Weile. Bis wir hier weitermachen können. Solange werden wir... uns wieder zurückbegeben. Da können wir ein bisschen Rohstoffe mitnehmen. Am besten Silizium und Co. Ja, Titan habe ich schon noch. Okay, das war mal ein großes Ding, was ich mitnehmen musste. Also auch noch was. Cool. Also wie gesagt, Vermutung ist, ist ja auch richtig. Es fängt an zu schmelzen. Es ist ja nicht sofort zack weg. Es ist ja keine Freischaltung, sondern wir haben es jetzt heiß genug gemacht, dass es jetzt langsam anfängt. Oh, es regnet. Nice. Dass es langsam anfängt jetzt zu schmelzen. Weil es einfach heiß genug ist, unsere Temperatur auf der Erde. Oder auf diesem Planeten. So, die Sauerstoffflasche kann ich tatsächlich mir sparen. Das ist gut. Was ich mir nicht sparen kann, ist das Hydro. Weil das brauche ich so oder so irgendwann. Schlurf. So, sehr schön. Dann geht's kurz hier rein. Ich habe auch viel Eisen mitgenommen. Huch. Na klar, alles das, was im Dings lag, ne? In der Höhle. Silizium haben wir noch eins, Titan haben wir zwei. Und Eis und Co. haben wir auch. Wir können ein bisschen was essen. Sehr gut. Wir nehmen uns noch eine Wasserflasche, eine Sauerstoffflasche mit. Eine Wasserflasche haben wir. So, 136.000 NK ist in Ordnung. Wir werden mal, da hinten waren wir, da... ja, lass uns da lang laufen, wo wir letztens diesen Spalt... Ach nee, der Spalt war links.
Doch, der Sprint war geradeaus gewesen, glaube ich. Ich möchte mal gerne in diese Höhle da hinten rein. In diese schwefelfallende Höhle. Aber ich muss sagen, die Umgebung sieht schon sehr, sehr schön aus. Jetzt mit dem Mond oder mit den Planeten und den verschiedenen, mit den schönen blauen Wolken. Sieht schon wirklich sehr, sehr edel aus. Gefällt mir sehr gut. So, lass uns den Weg hier abchecken. Wir haben zwei Sauerstoffflaschen dabei. Sauerstoff. Halten natürlich Ausschau nach blauen Kisten. Nach schönen Containern. Werden sicherlich hier die ein oder anderen versteckt sein. Okay, Iridium sehe ich da hinten noch. Solange ich hier nicht schmelze oder in Lava aufgehe, ist alles okay hier. So, hier haben wir Iridium. Nice. Das heißt, hier wird schön Iridium mitgenommen. Was haben wir da? Alu. Ich glaube, hier ist eher Iridium angesagt zum Abfarmen. Kann das sein, dass es hier schon geschmolzen ist? Ist auch, oh ne, Eis. Hier ist nochmal Alu. Okay. Das sieht aus, als ob das hier schon früher geschmolzen ist. Ah, da ist noch ein Iridium. Da hinten halt auch. Und hier oben geht's halt auch noch lang. Hm, geil. Überall blinkt's hier. Was haben wir da? Eis. Aber da sehe ich zum Beispiel keine Kisten. So, wir haben noch 10 Plätze frei. Noch viele Slots im Inventar. Okay, dann ist noch eine Schmelzhöhle. Alu will ich jetzt irgendwie erstmal nicht, würde ich sagen. Wobei Iridium kriegen wir später auch, sobald die Dinger geschmolzen sind. Alu ist schon wichtig. Ich brauche noch so einen Kompressor für mein Inventar, dass ich einfach doppelt so viel mitnehmen kann. Das wäre cool. Ein Biolabor. Aha. Können wir jetzt auch noch Viren erforschen, ja? Okay, krass. Jetzt verdammt viel Iridium. Ich würde kurz da oben hingucken. Weiß nicht, ob ich da hinkomme. Aber auch das wird sicherlich bei 100.000 schmelzen. Oh, weia, hier ist aber viel. Mhm. Ihr seht, langsam geht das immer wird es immer weniger. Okay, das heißt, wir haben 3 Höhlen. Schon mal gut zu wissen. Und hier ist überall Iridium. Holy shit. Okay, also hier ist eine schöne Iridiumhöhle. Leider habe ich keinen Platz mehr im Inventar, ist ärgerlich. Wir müssen leider einmal zurück. Aber dann ist halt auch, sieht auch geil aus, ne? Da ist noch eine riesige Dings abgestürzt. Riesige Rakete. Ja, kurz zurück. Gut, ich glaube, wir brauchen langsam einen eigenen Schrank für Iridium. Den müsste ich bald mal bauen. Oder wir können einfach ein paar... Ja, 8... Ich
glaube, wir machen ja auch mal zwei Iridiumstäbe, wa? Ich glaube, das ist ganz gut. Dass wir es einfach mal... Huch! Die wollte ich gar nicht reinpacken. Und noch Alu. Ja, ich glaube, wir sollten aber tatsächlich uns separat welche bauen. Ich sollte ein kleines Auberginchen mal mampfen, oder? Oder sowas. Ein Eis nehmen wir noch mit zum Umwandeln. Das dauert jetzt noch eine Weile mit der Wärme. Okay. Das haben wir alles. Superlegierung. Ich brauche halt... Brauche ich halt noch irgendwas davon? Ja, aber wahrscheinlich schon. Magnesium habe ich, aber Silizium bräuchte ich noch ein bisschen. Ich darf mal ein bisschen Silizium sammeln gehen. Auf dem Weg dahin. Wir können aber jetzt mal auf die andere... zu dem anderen Ding. Was wir gerade gesehen haben. Iridiumhöhle, ja, schön und gut. Da komme ich leider gerade eh nicht weiter. Ich kann noch ein bisschen Iridium sammeln, das wäre möglich. Aber wir werden uns jetzt ein bisschen... Ah, Magnesium, okay. Ich brauche noch ein Eisen. Um eine Kiste in meinem Dings zu bauen. Ah, jetzt habe ich genug Eisen. Wir können auch drei Eisen nehmen und können einen ganzen Schrank bauen. Das können wir auch machen. So als kleines Zwischenlager. Für die ganzen Ressourcen, die ich unterwegs finde. Oh Junge, nimm es mit. Ich brauche noch zwei Eisen. Eins. Keins. Na, Magnesium finde ich tatsächlich mehr als Silizium. Das ist hier Silizium, oder? Ne, ist immer noch Eisen. Auch Eisen. Das, ne, ist auch Magnesium. Silizium ist so flach, das ist... Ähnlich vertauschbar mit, das müsste Silizium sein, ne? Naja, auch nicht. Das hier ist es. Oh, weia, ja. Ah, Silizium ist knapper. Finde ich seltener tatsächlich. Na gut, bauen wir erstmal das Ding hier. Jetzt nochmal Silizium. Alles rüberpacken, außer die drei Dinger hier. Hier war noch ein Silizium, da ist es. Würde ich sagen, gehen wir einfach mal da hinten hin. Da, 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 da hinten. Und schauen, was sich da hinten befindet. Durch den ist wir durchgelaufen, glaube ich, ne? Das ist auf der anderen Seite gewesen. Dann werden wir uns jetzt dahin begeben. Sauerstoff habe ich dabei, ja. Wichtig. Lass mal das in Ruhe schmelzen. Das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Ich denke mal so 10, 15, 20 Minuten. Habe ich das Gefühl, könnte es noch dauern. Oh, eine Kiste. Geilo. Ich werde einfach random draußen einfach irgendwelche Schränke bauen. Wenn ich zu wenig Platz habe. Ja, so eine laufbare Kiste wäre ganz cool, aber ist dann schon wieder zu Fantasy-like. Ah, so schöne Höhle. Da haben wir aber mitten durch eine Wüste, ja. Krass. Das ist ein echt verdammt weiter Weg. Eieiei. Ohne Movement Speed, Stiefel, wäre es ziemlich schwierig geworden, würde ich behaupten. Da überhaupt hinzukommen. Sieht aus wie ein fettes Forschungslabor. Da möchte ich definitiv rein. Ja klar, oder? Gott, was hat das für eine Hitbox? Viel sehe ich auf jeden Fall nicht, aber wir können auf jeden Fall hier von der Seite hoch. Ups. Und uns umgucken.
Hm. Komme ich denn nicht rein? Die Burg ist echt riesig. Oh Gott. Oh, ich will nicht verbacken. Habe ich keine Lust drauf. Okay, ja, schon mal nichts gewesen. Doch, hier geht's rein. Oh, nice. Sehr cool. Können wir jetzt nochmal nach oben. Aber hier unten geht's rein. Klettern. Oh mein Gott, ich kann sogar klettern. Dein Ernst. So, einmal Wasser schlürfen und Oxygen ist auch wieder niedrig. Das ist natürlich schlecht. Wir haben aber jetzt den. Ne, noch hier ist noch zum Zerlegen. Komm her. Ups. Eine Superlegierung, nice. Hey, pst. Na, haben wir irgendwo einen schönen Container? Nope. Kein Container, Tuska-Samen. Und ein Nullner-Samen. 400 und 300% Multiplikator, ist auch sehr schön. Mhm. Ist das der gewesen? Nein, das ist was anderes. Hier ist kein Strom. So, die Samen nehmen wir. Schwefel habe ich bekommen. Nice. Biokunststoffklumpen. Ah, Silizium muss ich eigentlich behalten. Kann ich futtern. Die Kürbiskerne nehmen wir mit. Eisen behalten wir nicht. Ach, gib mir das Silizium. Na gut. Dann halt nicht. So. Hier ist nichts weiter. Und ich glaube, wir müssen nämlich langsam wieder zurück. Denn ich komme sonst in Teufels Küche ohne Sauerstoff. Auweia. Ja, das war. Ich habe tatsächlich keinen Sauerstoff mehr, ne? War leider eine sehr kurze Begegnung, es tut mir leid. Hui, Alter. Aber da war Zeug drin. Das gucken wir uns gleich mal zu Hause genauer an. Leider, wenn ich im Inventar bin, ist keine Pause. Na, es wird ziemlich knapp werden, würde ich behaupten. Ich finde es auf jeden Fall nett vom Spiel, dass wenn wir sterben sollten, wir nur einen Teil unserer Items verlieren und uns den Rest wiederholen können. Das ist schon sehr, sehr human gelöst. Aber man muss ja verdammt viel laufen. Bräuchte so ein, ja gut, Jetpack halt, ne? Jetpack wäre echt super praktisch. Immer wieder kurz anheben. Okay, ich komme bis zu meiner Sauerstoffstation. Knapp. Aber wir kommen hin. Okay, wir brauchen auf jeden Fall drei Sauerstoffcontainer. Zwei. Zwei weitere. Oder ich brauche mir da hinten halt noch einen Container hin. Das hat auch Möglichkeit. Eine Möglichkeit. Spannend auf jeden Fall, wie weit es bis da hinten hingeht, Alter. Holy shit, wie weit das einfach ist. Aber wir haben Schwefel. Das heißt, ich muss auf jeden Fall jetzt einen neuen Schrank bauen. Ich weiß nicht, ob ich meinen den da, da wo mein Mauscursor gerade draufsteht, ob ich den ab ausbauen soll noch weiter hinten. Da müsste ich halt die Schränke einmal ausleeren und das Kobalt und das Wertvolle. Bin ich ehrlich gesagt nicht so ein Freund von. Ich bin zu faul. Ich müsste die beiden hier wegmachen, um dahinter noch weiter zu bauen. Titan. So, alles mal kurz. Ah, kann mal kurz den Chip reinballern. Was gibt's? Taschenlampe T2. Bessere Beleuchtung. Brauche ich Schwefel dafür? Hehe. Ah, ich brauche tatsächlich nicht mehr. Ich finde, dass mein Schwefel schon ausreicht.
Mein Schwefel. Mein Licht reicht eigentlich völlig aus. Wir haben schöne Samen auf jeden Fall. Das heißt, der Wedge Tube T2. Ich weiß gar nicht, was da für Samen drin sind. 600% und 200%. Kommt hier 400% Tusker-Samen rein. Silizium. Eisen. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Ja, schwierig. Okay, ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir es ausbauen müssen. Vielleicht machen wir es einfach gleich zweimal da hinten hin. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Planet Crafter. Bis dahin, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.